schauen wir uns die krassesten Secrets in Skimmy Toilet an, Leute. Da habt ihr Dinge vielleicht noch nicht gesehen, die ich gesehen habe. Und einige davon habe ich selber noch nicht mal gesehen. Ich bin gespannt, was heute passiert. Wir gehen rein, lasst ein Like da und macht die 270.000 Abonnenten endlich voll. Kuss, Kuss. Wir gehen rein. Let's go. Der Video-Creator ist oben rechts verlinkt und wir sehen das erste Secret hier. Da ist die Skimmy Toilette, aber da oben ist der TV-Mann schon gewesen. Also diese Schlacht schon beobachtet und sieht, wie die Kameramänner hier die Toiletten bekämpfen. Und jetzt sieht man ihn auch nicht mehr, ne? Komischerweise ist da jetzt die Klobrille davor. Sehr merkwürdig. Das nächste Secret kommt jetzt. Was ist das denn für eine Szene? Hä? Was ist das denn für eine Szene? Junge, was spielt der da? Digga, das ist ein ganz cooles Game. Ey, Leute, was war das für ein cooles Game? Okay. Anscheinend ein Spiel, was bald rauskommt. Da habe ich Bock. Was ist das hier? Gordon Freeman? Was ist das denn? Gordon Freeman war da gerade, oder was? Sehr komisch. Wir kriegen ein neues Secret. Also, das war mir ein bisschen zu schnell gerade, aber auch unwichtig. Wer ist er? Ist das der echte Creator? Weiß man nicht. Auch da hinten ist ein komischer Charakter. Was haben wir hier oben links im Bild? Guck genau rein. Also, wie ist denn das? Ist das schon immer so gewesen? Weiß ich ja nicht. Spinning Gordon Freeman, Alter? Wer ist er da oben? Seht ihr das? Da tanzt wieder einer. Der gute alte Fortnite-Dance. Sehr komisch. Da oben. Hier auf jeden Fall. Da tanzt auch irgendwie einer. Die Leute essen Kot. Und wer ist er hier? Ganz komisch. Was ist das denn für ein Typ? Also, jetzt auf einmal sind das Toiletten geworden. Auf einmal sind das alles Toiletten oder was? Komisch. Jetzt haben sich die Leute in Toiletten verwandelt. Was ist er hier? Die Toilette von der ersten Episode. Spider-Man ist da auch irgendwie mit drin. In dem Club am Tanzen. Okay, sehr komisch. Hier ist der DJ. Da musste man wahrscheinlich jetzt erstmal... Oh, Junge, also da weiß ich ja nicht, was ich dazu sagen soll, ne? Aber ist gut. Was haben wir hier? Wieder zwei Charaktere, die hier irgendwie tanzen. Freeman und Calhoun. Das habe ich aber noch nicht gesehen, bin ich der Meinung. Okay, wer ist er hier? Ah, nächstes Secret kommt in 20 Sekunden. Da wurde jetzt erstmal straight die Toilette runtergespült. Da kommt schon die nächste Toilette an, am Hafen irgendwo. Boah, Junge. Er ist sowieso der absolute, richtig brutale Typ. Also ich weiß auch nicht, was man dazu sagen soll. Dancing Mario? Das ist doch so eine Toilette als Kameramann getarnt, oder was? Tanzt er da nicht? Tatsächlich. Und das Auto ist dieses Mal davor. War das alles wirklich in diesen Videos drin? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ja, das knallt. Was haben wir hier? Okay. Neues Secret. Er malt. Also eigentlich spült er die jetzt runter. Da malt er eigentlich sein Graffiti daran. Soweit ich das erinnere. Genau. Kameramann. Und jetzt kommt da hinten der nächste mit dem Fortnite-Dance. Polizisten sind irgendwie jetzt als Toiletten. Hä? Was ist das? Da ist irgendwie was auf dem Boden. Sieht man gar nicht. Weiß ich ja nicht, Leute. Das ist der Kirchen-Skibidi-Dop-Dop. Da gibt es wieder ein Secret in den nächsten 20 Sekunden. Ey, das ist sowieso das absolut geilste, ne? Wie die da reinbreachen, er die alle essen will und dann halt dieser Typ mit, ja, der da so runtergespült. Ehrenmann. Da oben ist wieder irgendwie so ein Skelett, was fliegt. Habt ihr es gesehen? Warum war da ein Skelett, was geflogen ist, hä? Okay, sehr merkwürdig, sehr merkwürdig. Ich kann das irgendwie gar nicht begreifen, warum. Oh, neues Secret. Ne, fliegende Toilette. Da oben sieht man's. Ich konnte sie nicht mehr sehen, ne? Die Kamera war wieder nicht drauf.
Sehr, sehr mysteriös, was das wieder zu bedeuten hat, diese fliegende Toilette. Und wie er die auch einfach wegwirft, ne? Der mit seinen Laseraugen. Yo, Mann, der ist einfach so krass. Okay, nächstes Secret. Was haben wir noch so? Ah, man kennt ihn. Gibt's hier noch irgendwo eins? Ah. Was ist das denn da oben eigentlich gewesen? Raumschiff so eine Art, ne? Krass. Und jetzt spülen sie seinen Kopf runter und die Toilette fliegt einfach runter. Was haben wir hier? Noch ein Secret irgendwo. Augen offen halten. Jetzt wird uns nämlich... Ah, das nächste Secret kommt erst in 25 Sekunden. Okay, da bin ich mal gespannt. Alter Schwede. Oh, noch ein Secret. Was ist das für eine Toilette hier, Leute? Diese eine Toilette, die anders aussieht als alle anderen. Von der Farbe her. Was ist das? Und der hat ja erstmal direkt alles in die Luft gesprengt. Ne? Und man sieht noch die ganzen Kacheln. Und er hat ihn runtergeworfen. Boom. Nächstes Secret. Eine Kamera in der Toilette? Moment mal. Stimmt. Da kann ich mich dran erinnern. Das hier ist die erste Toilette, die es gibt, ne? Anscheinend. Die, die man als erstes gesehen hat. Wenn wir uns jetzt mal das Bild angucken, dann führen echt immer sehr viele Dinge wieder auf diese eine Toilette zurück. Ist das hier vielleicht der Boss? Ist das hier vielleicht der wahre Endgegner in dieser Folge? Man weiß es nicht, ne? Okay. Der Opa, ne, ist da, der die Leute kontrollieren kann und so weiter. Ganz gefährlicher. Da ist es Skibidi Cat. Da war niemals eine Katze. Die hätte ich doch gesehen. Leute, das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Oh. Hier ist die Boss-Toilette, die seinen anderen Kollegen erzählt, was sie zu tun haben. Da geht der Strahl rein. Aber man kann ihn nicht besiegen. Er lasert halt direkt wieder nach oben raus, ne? Ey, so heftig. Um den scharen sich alle. Feierabend. Jetzt gibt's wieder ein neues Secret, Leute. Was haben wir hier? Ein Half-Life 2-Icon auf einem Zettel. Das ist so ein altes Game, ne? Ich weiß, dass die Charaktere so ein bisschen was mit dem Spiel auch zu tun haben. Da war anscheinend so ein Symbol drauf von diesem Spiel. Sehr interessant. Und die fragen ihn aus, aber der sagt dazu nichts. Und jetzt spülen sie ihn runter. Ey, das ist auch so heftig, wie der da durch die Fenster schaut und alles zerstört. Jetzt kommt wieder ein neues Secret. Wir gucken uns die Szenerie hier mal an. Das ist der absolut geile Fight, wo er jeden auseinander nimmt, Leute. Oh, komplett ruiniert. Tschüssi. 15 Sekunden haben wir das neue Secret. Guck dir das an, wie er mit dem Bügeleisen eins drüber gibt. Ich liebe diese Szene, Leute. Oder gespült, der Speakerman auf Ehrenmann-Basis. Kuss. Stopp. Da ist irgendjemand in dieser Toilette drin. Das hätte ich doch gesehen. Leute. Das hätte ich doch gesehen. Irgendjemand war da drin. Er ist irgendwie rausgelaufen oder so, ne? Auf jeden Fall ist er dann nicht mehr dabei. Was ein epischer Kampf. Wie er sich auf die Toilette setzt. Wie ein verdammter König, Mann. Richtig cool. Neues Secret in 30 Sekunden. Was ist das hier? Das Lagerhaus, wo sie reinspionieren. Aber was ist das denn für einer? Hatte der schon immer diesen Hut auf? Ich bin der Meinung nicht. Der Speakerman von oben zerstört erstmal das gesamte Lagerhaus. Und bam! Saved. Was für ein Secret gibt's? Das habe ich tatsächlich auch schon gesehen, Leute. Die Camera Woman. Es gibt eine einzige Kamerafrau in diesem Spiel, die mir jetzt halt persönlich aufgefallen ist. Deswegen habe ich beim Akinator zum Beispiel auch gesagt, dass es nicht nur Männer sind. Weil man da konnte man halt sehen, dass es auch halt Frauen gibt. Und das Ding scheppert die Leute so weg. Es war einfach sehr crazy, wie der die Teile auseinander nimmt, ne? Absolutes Monster. Und als letztes wird hier sogar auch die Kamerafrau eliminiert. Und die hat irgendwie so gar keine Angst. Bam! Erledigt.
Leute, das war's erstmal mit den Secrets, die ich in Skimmy die Toilette gefunden habe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr noch andere Secrets kennt oder, weiß ich nicht, noch irgendwas, was ich mir halt mal anschauen soll. Lasst ein Like da, macht bitte die 270.000 Abonnenten voll, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keinen Content mehr. Dickes Küsschen, Dano, out!